So, willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Together FIFA 13 One-on-One. Wir spielen Olympique Lyon gegen die Tottenham Hotspurs. Olympique Lyon, das ist der Daniel. Olympique. Und Tottenham Hotspurs, das bin natürlich ich, der Tim. Ja, es ist das Topspiel in der Europa League. Ja, eins von den verschiedenen Topspielen, aber es ist persönlich für mich eins der Topspiele, die ganz hoch anzusehen sind. Anstoß hat Lyon. Lyon in Blau, die Spurs in Weiß. Bei den Spurs gibt es eine Art Doppelspitze mit Defoe und Adebayor, und Defoe ist da der hängende Typ. Und da ist er schon am Ball. Monzon. Dembele. Bale. Der Superstar. Ja, und Oh, kriegt auch das Foul. naja. Asu Ekotto macht hier die Eröffnung und er kommt durch. Sehr gefährlich. Also, wenn da jemand mal sich anstrengen würde, zum Ball geht, dann ja, dann könnte es gefährlich werden. Briand. Oh, gefährliche Flanke. Sieh! Fofana! Ah, Und Schatz. Defoe bleibt ja im Ballbesitz. Kein Abseits. Abseits, kein Oh. Abseits, kein Abseits. Dembele ist durch. Oh, Jawohl. er ist natürlich nicht der klassische Torjäger, muss man ganz klar sagen. Aber da hätte er auf jeden Fall mehr draußen machen können. Oh, was immer da Bale versucht hat, es war nicht ausreichend. Briand rüber zu Rebillier. Ey. So nicht. Oh, Oh, durch die er Beine. tunnelt, ey. Ja. Nur ein Kästchen geben. Bale liegt da rüber auf Dembele. Der macht ein tolles Spiel eigentlich, bis auf diese Chance. Jetzt gibt es Eckball. Das macht Defoe. Und da haben sie die großen Leute. So, der erste Schuss. Das war. Was denn Dembele? Ich weiß es gar nicht. Das war mit Sicherheit nicht Dembele, weil der jetzt gerade hier am Ball ist. Oh! Nö. Monzon verliert den Ah. Ball und das ist unglücklich, in welcher Position er verliert. Lennon! Der schnelle Mann. Auf Defoe! Der kommt nicht Sehr dran. gut aufgepasst. Klasse. Gegenkonter jetzt hier von Lyon. Das haben sie super gemacht jetzt hier. Da muss jetzt der Oh, Abschluss klasse. kommen. Aber auch gut verteidigt, Stark. muss man ganz klar sagen. Das Spiel entwickelt sich gerade. Bale. Wenn er Defoe sieht, das tut er. Und Defoe. Ah, das ist zu offensichtlich gewesen. Briand, es ist schon so, dass man nach 27 Minuten sagen muss, die Leute sind hier angestrengt, wenn sie laufen, weil sie viel laufen müssen. Bale, er unter anderem einer von denen, die viel laufen müssen. Spielt dann den Ball irgendwie ganz weit rüber. Dembele, Bale. Dieser Dembele, der läuft heute richtig viel mit. Bietet sich oft an. Gourcuff war das gewesen. Gomis verliert den Ball.
Kriegt den Einwurf aber. Unser. Kriegt wieder, glaube ich, Einwurf, richtig. Brian, der fällt auch oft der Name. Der Querpass war gefährlich. Monceau mit einem kleinen Trick. Oh. Und Lloris. Ja, gegen seinen Ex-Verein. Stimmt. Oh. So, Tottenham. Mal ordentlich klären, wäre angesagt. Und was für eine Parade von Lloris. Mann, ey. Jetzt? Nein. Den habe ich schon drin gesehen. Ich auch. Ich auch. So. Da hat sich hier Tottenham auf jeden Fall ein bisschen einlullen lassen. Oh, der ist ganz frei da unten. Oh und mein Gott. Bale ist ganz frei, richtig. Oh, schlecht geklärt. Oh, und Adebayor. Wir sind spannend gerutscht. Und fällt auch irgendwie selber hin. Oh. Oh, oh und Adebayor, ja, da entschuldigt er sich. In den französischen Nachthimmel. Jetzt geht er erst gar nicht zum Ball. Als hätte er Angst. Oh, das hat der spitzenmäßig und jetzt ist natürlich Länder dran. Nein. Oh. 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 Nächste. Wenn sie dachten, dass Adebayor hochgeschossen hat, dann haben sie auf jeden Fall Defoe noch nicht gesehen, ey. Ich meine den. Gomez auf Rebellier. Gute Flanke. Die Flanke ist verdammt gefährlich. Verdammt. Wird's Glück geklärt. War immer wieder die Konter von Tottenham. Sehr gefährlich. So, jetzt rennt er. Bale mit Defoe. Aber die stehen gut hinten. Das ist richtig. Ja, Abpfiff, ja. Halbzeit. Es ist spannend. Es ist phasenweise richtig gut. Oder auch mal richtig schlecht. Ja, und manchmal ist es auch richtig schlecht. 1:1 Schüsse von Lyon, 5:2 von Tottenham, dank ihrer schnellen Konter. 53% Ballbesitz für Lyon. Wir gehen ab in die zweite Halbzeit. Parker und Walker. So, und Lennon. Von dem habe ich noch persönlich noch ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Einwurf gibt es. Oh. Oh! Abseits! Oder? Noch nicht? Ich bin mir unsicher. Oh, Tottenham kommt ja aus der Pause wie... eine Rakete hier. Walker! Haben sie auf jeden Fall was vorgenommen. Briand. Das sind diese guten Phasen des Spiels. Super verteidigt jetzt hier an der Stelle. Oh, Lennon. Das, die Idee war super, aber ihn aus der Entfernung zu schlenzen. Und Adebayor, und wenn er unten Lennon sieht, und das tut er, könnte es eine Chance werden, aber dann... Ja, ich sag mal so, Tottenham in der zweiten Halbzeit momentan die aktivere Mannschaft. Briand. Oh, und dann dieser Pass.
Situation ist noch nicht noch nicht geklärt. So kann es doch gehen. Natürlich klasse gespielt. Oh, da wollte Lennon eigentlich den Ball. Hey, was macht der denn? Tu die Hand aus der Hose, dann kriegst du einen Ball. Das war wichtig von Walker, dass er da so reingeht, sonst ist der Ball durch und dann steht er da mit zwei Mann auf der linken Seite von Lyon. Der ist super. Aber leider Abseits. Hätte er eh nicht gekriegt. Walker haut ihn weit nach vorne. Oh, in die Füße von Adebayor, der rüber. Lennon, oh, das war dann alles zu eng. Aber so kann es auch gehen. Oh oh. Sehr stark. Oh, und Lennon wird da umgehauen, meiner Meinung nach. Hör auf. Ja, komm. Der Ball dreht sich zu Gomez rein. Der kriegt die Möglichkeit. Und jetzt? Mach es doch, nein. Briand. Ja. Weil Asui Kutu, glaube ich, nicht ordentlich. Ecke. Es gibt noch eine gelbe Karte für Gomez. Ob ich schwarz bin? Scheiße. Und der Eckball. Der ist gefährlich. Drauf. Einwurf. Jetzt sind wir da. Für Lyon. Jetzt ist wieder Lyon ein bisschen da. Briand mit der Flanke, die findet ihren Abnehmer. Nein. Oh, Abstoß. Es gibt noch keinen klaren. Gibt's das erste Unentschieden? Oh. So, Lennon. Lauf doch einfach mal. Oh nein! Da ist es! Defoe! Mit dem 1:0 für Tottenham. Schön rübergelegt von Lennon auf Adebayor. Der haut drauf, ist noch nicht drin und Defoe köpft ihn dann rein. Da sehen wir nochmal die Wiederholung. Aber Lennon, der darf niemals zu frei stehen. Macht eine schönen Pass rüber. Schon von der Schuss von Adebayor muss eigentlich besser sein. Aber dann das Tor. Jetzt steht es 1:0. 15 Minuten sind noch zu spielen. Mann, ey. Jetzt auf der Gegenseite. Monson auch ziemlich frei. Wird aber vom Walker. Ah. Oh, was macht da Walker? Sohn. Jetzt die Flanke. Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt das Ding kommt nicht an. Und Tottenham sollte sich mal hier bemühen, wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und das machen sie jetzt mit Bale. Oh. Schön, was da Bale macht. Fofana spielt den Ball schöner vorne auf Gürkouf. Briand. Ach, der Gomez, der gefällt mir überhaupt nicht heute. Mann. Parker. Oh, Lennon. Oh. Na klar. Gefährlicher Pass. Bale. Und Tottenham schafft jetzt so ein bisschen den Druck zu verlagern. Defoe. Walker. Das ist ein Foul. Da geht er von hinten rein. Es sind noch 2 Minuten zu spielen. Adebayor hat Zeit. Und das macht Defoe 27 Meter. Mein Gott, wie den Ball! Fofana
Ja, ist denn los da mit dir? Jetzt sind sie auch so. Ja, ich will nicht sagen, dass sie ausgebrannt wirken. Ideenlos. Nee. Gibt's doch gar nicht, die ganze Scheiße hier, ey. Und Tottenham setzt jetzt einfach drauf, den Ball zu halten. Oh, ist das schlecht. Also fernzuhalten von ihrem Tor. Oh, jetzt gibt's nochmal die Möglichkeit. Nein! Oh! Das gibt's nicht. Die letzte Chance hat Lyon. Nee. Alle denken, es steht 1-1, aber der Ball ist nicht drin. Olympique Lyon verliert 0-1 gegen die Spurs. Ja, wir gucken uns die Spielstatistik an. Und die sagt, 4-3 Schüsse für Lyon, 12-6 von Tottenham. Und dann ist es auch irgendwo verdient, wenn man da sieht, da sind mehr Schüsse aufs Tor gekommen. Da hat man ein bisschen mehr versucht offensiv. Auch wenn Lyon phasenweise mehr Ballkontakt hatte. Ja, wir sehen uns bei einer weiteren Folge oder einem anderen Let's Play. Macht's gut und bis dahin. Macht's gut und bis dahin. Ciao.